Brumm, 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 brumm. Was ich damit sagen will, ist, als damals vor einer Weile schon, einem Jahr, Pacific Drive als Trailer zum ersten Mal kam, fand ich das mega toll, weil du mit diesem Station Wagon, diesem Familiending, ne, was ich aus den ganzen 80er, 90er Jahre Filmen noch kenne, eher die 80er, so also Goonies, fährt man in die Apokalypse, von der Apokalypse weg, weiß ich nicht. Auf jeden Fall muss man sich währenddessen die ganze Zeit reparieren. Diesmal für alle, die jetzt auch noch reinkommen. Ich habe mir was überlegt, weil wir spielen heute diverse Demos, die alle bei Steam rausgekommen sind. Guckt euch das mal an. Ist auf jeden Fall nice und geht auch noch eine Weile. Vielen Dank, dass du diese blablabla Vorschau, Speicherstände werden nicht kompatibel sein. Immerhin sagt ihr es uns. Und dann spielen wir jetzt einfach mal los, Freunde. Okay. Einfach neu. Nein, starten. Du kennst nicht eins der Spiele. Das ist völlig in Ordnung. Das gehört fast dazu. Geh entweder nach Namen oder guck sie dir schnell an bei Steam. Die Olympic-Halbinsel war im Jahr 1947 Geburtsort einer vielversprechenden neuen Technologie. Schnell verbreiteten sich Gerüchte über fantastische Erfindungen, die diese Technologie ermöglichten. Und sonst gab es nichts weiteres zu sagen. Die Regierung riegelte die Halbinsel 1955 teilweise ab und legte das Sperrgebiet der Olympic Exclusion Zone an. Das Sperrgebiet wurde über 30 Jahre hinweg mehrfach erweitert, bis es die Regierung schließlich stilllegte und sämtliche Zugänge versiegelte. Was darin geschah, wurde niemals öffentlich gemacht. Irgendwie hat's was. So fahre ich doch gerne Auto. Ist das Bild okay oder muss ich V-Sync anmachen? Sag mal Bescheid. Für alle, die jetzt erst reinkommen oder schon noch nicht so lange da sind, wir sind auf dem Weg in diese, ich nenne sie mal eine Bubble, ein Bereich, in dem so bestimmte Technologie ausprobiert wurde und das hat dann irgendwie zu einer Art von Katastrophe geführt. Ich nehme an, hinter der Mauer. Ach, ich muss mich mal jucken. Bild ist okay, ruckelt ein bisschen. Das kann ich mir auch ganz gut als VR vorstellen irgendwie. Gerade so stationäres Spielen ist, finde ich, immer toll. Für VR ist mega geeignet, weil man ja eh meistens sitzt und sich hier jetzt in dieser Welt noch umgucken zu können, ja, das hätte auf jeden Fall was. Ich würde es wahrscheinlich lieber, wenn ich die Wahl hätte, lieber in VR spielen jetzt. Bin mir sehr gespannt, ob das vielleicht später ja geht oder eine Mod für rauskommt. War ich im Rausch der Geschwindigkeit, habt ihr richtig gemerkt, denn wie er plötzlich auch die Musik hat aufgehört, weil sie gemerkt hat, nein, Mann, lenk ihn nicht ab. Er
bricht gerade den Weltrekord. Gleich reist er in der Zeit zurück. Den Weltrekord in Fahren. Wie ihr seht, ich habe keine Ahnung. Ich habe seit wirklich 15 Jahren keinen Führerschein mehr, in dem Sinne, dass ich den verloren habe und nie gemeldet habe. Und jetzt weiß ich nicht mehr, wo habe ich den ausgestellt bekommen. Ich muss ihn ja melden, dass ich ihn verloren habe, damit ich einen neuen bekomme. Und so habe ich keinen. Okay, das ist interessant. Ne? Das ist offensichtlich nicht original. So ein bisschen die Anomalien aus Stalker. Es ist ein interessanter Effekt. Vor allen Dingen mit dieser Engine und diesem... Ich gehe nicht raus. Diesem Grafikstil wollte ich eigentlich sagen, also diesem simplen. Das ist ja kein Cell-Shading, ist es ja irgendwie nicht, ja? Na doch. Silent-Geröll. Jetzt macht das Spiel nicht fertig. Es hat gerade erst angefangen und ich finde es sehr schön. Sehr stimmungsvoll. Ups. Wir wurden also da so richtig reingesaugt, okay. All Balls, der dachte, man ist hier nur am Driven und nicht am Walken. Ja, es ist ein Drive and Walk Simulator. Und ich glaube, dass man da immer wieder mal... wir haben diese Art von Spielen ja doch durchaus schon gehabt. Denkt mal an... wie hieß das mit dem Zug? Ihr wisst genau, was ich meine mit dem Spinnenzug. Nicht Choo Choo Rocket, sondern so ähnlich. Ich war Charlie the Choo Choo. Da musste man ja auch ab und zu immer wieder aussteigen und Dinge erledigen. Oder konnte aussteigen, musste nicht, aber manchmal musste man vielleicht... Ah, okay. Bäm! Und hier ist es wahrscheinlich ähnlich, sonst wäre es auch ein bisschen zu... Ich will nicht sagen langweilig nicht, aber eintönig vielleicht. Hallo! Ah, what a swan, eh? Ah, never mind. Francis, the radar's acting up again. You were supposed to pull up this piece of junk years ago. Für einen Moment habe ich eigentlich gehofft, dass das Auto hier mit mir spricht. Hätte mich jetzt auch überhaupt nicht gestört. Ich bringe das Rad wieder an. Da ist gutes Rad teuer, aber zum Glück liegt es ja hier. Ja, was geht noch? Was geht noch? Da, 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 da. Da nicht. Da auch nicht? Dann war es doch hier. So haben wir natürlich jetzt erstmal beigebracht bekommen, dass man alles hier... Das ist echt interessant, ne? Mit diesen ganzen Drähten sieht das ein bisschen aus, natürlich wie die Station Wagon Variante vom DeLorean, ne? Aus Zurück in die Zukunft, ist ja klar. Kann ich hier einsteigen? Ne, wahrscheinlich muss ich noch mehr machen. Doch nicht. Steige ein. Cook, located in mid-zone sector B. Do you read me? I'm picking up your distress signal in the outer zone. It looks like you're somewhere around sector E. Hey, Francis, come here. Yes, it's urgent. Leave that interferometer alone for a second. Something is out there.
get a live one. Hey, do you copy? Hello? Hello? Is this thing working? They don't have a transmitter. We won't hear a thing back. Huh. But if they're stranded, could they mean... they're from outside? They're a preacher. Hey, how did you get through the barrier wall? No one's gotten into the zone in ages and lived to tell about it. And if we don't get them to safety, this one won't either. That's a good point. Hey, you're in serious danger. Your stability's closing in, and it's gonna scramble you quicker than beef in a blender. Your closest shelter is a few miles east. Get there however you can, and be quick about it. Aber da ist nix. Da ist nix. Oder ist der Kofferraum hier? Warte mal. Durchsuche deinen Kofferraum nach einem Benzinkanister. Nee, ich will eigentlich noch gar nicht rein. Aber hier, vielleicht muss ich den irgendwo noch... Parkstellung. Scheibenwischer. Öffnen. Hupen. Vielleicht muss ich das erst machen. Ich kenne mich jetzt tatsächlich nicht so gut mit diesem Auto aus, dass ich wüsste, oder generell mit einem Auto. Also ich weiß natürlich, dass der Kofferraum meistens hinten ist. Ah, da! Okay, da habe ich jetzt irgendwie natürlich nicht mit gerechnet, dass das so ist. Wo ist denn hier der Tank? Da. Nee? Ach so, zapfe Benzin ab. Ja, okay, klar. Ja, ich frage mich auch die ganze Zeit, wer da redet, ne? Kann mir das mal jemand sagen? Ich wollte jetzt nicht fragen oder was Falsches erwähnen, weil ich offen gesagt gehofft habe, ihr erwähnt es gleich. Aber warum? Wer redet da? Klingt wie das Radio. Okay, das... Ah, doch. Also, würdet ihr hier denken, dass man das noch abzapfen kann? Fahren nach Osten, um eine Schutzhütte zu finden. Ja, okay, innerhalb der Zone ist es natürlich sehr unbequem. Sehr schnell, sehr unbequem. Ihr sagt auch ja, ist das Radio, ne? Vielleicht ein Bewohner dieser Zone. Ja, ich glaube auch, das ist eher jemand, der hier halt gefangen ist, aber sich das Beste draus gemacht hat. Kann ich noch mehr holen? Oh, 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 das breitet sich aus, ne? Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ja. Ja! Ich drücke E. Ich ete. Ah! Fahr! Fahren Sie! Should be looking at is how fast this preacher seems to be moving. Huh. You know, if I didn't know better, I'd say they're going about the speed of a... No way. No way. Do not tell me. They found a remnant and it's a car this time? Holy Christ! No one's hand working well in here for ages. Boy, I'm killed to know how a combustion engine's still chugging away out there. Okay, let's not get ahead of ourselves. First, the preacher needs to get to safety. I already know. Then back, baby. Ah! Ah! Oh. When you find that shelter, go on and let yourself in. Alpi ain't gonna like you bumping around in there, but better to face a bad side than let the zone eat you alive. Ob ich hier sicher bin? Nee, oder? Nee. Okay. Ich versuche jetzt hier natürlich rauszukommen. Ja.
Kann ich irgendwie auch mal sauber machen? Um meine Augen rum. Aber schon gut gemacht, auch dass sich diese Radiomoderatoren so darüber freuen, dass wir ein Auto gefunden haben irgendwie. Also, dass wir mit dem Auto... Nee, wir sind ja, oder? Wir haben, sind, das ist doch das Auto, was wir hatten, oder? Es sieht ein bisschen anders aus, aber das ist das Auto, mit dem wir da hingefahren sind. Dann hat uns das Ding reingegrapscht und hat es in seine Bubble reingeworfen. Und das ist quasi das Ergebnis. So habe ich das jetzt verstanden. Da ist ja schon wieder alles kaputt. Du hast doch gerade erst einen neuen Reifen bekommen. Na gut. Okay, erstmal, das ist alles so weird. Erstmal den Benzinkanister in diese klebrige Ecke kleben. Ja, ich will ja. Komisch. Jetzt einmal bitte duschen? Kann ich bitte in der Dusche sein? Ist ja furchtbar. Vielleicht brauche ich auch Energie. Rocket Coke. Ja, da kann doch unsere Rechtsabteilung direkt mal eine Klage schreiben. Man kann es ja mal versuchen. Da, Rocket Fuel. Haben wir nicht genau sowas auch schon mal gehabt? So, was haben wir denn? Nix. An, hä? An, öff. Soll ich da drauf drücken oder was? Okay, hier ist keiner mehr am Leben oder so. Es sind nur noch Stimmen. Die denken, die wären noch am Leben, glaube ich. Hello, attention. This message is for Dr. Ophelia Turner. We send a breach into your garage on official zone business. Now we have it on very good authority that this person is in possession of a remnant, which has taken the form of a car and ein Relikt, ja. Right, like I said, super officials own business. Protocol demands that you keep them alive until we can get them to safety. Now, if you do not comply, I will occupy this broadcast channel with a recitation of the entire collection of poems I've personally written. That's 10 years and 17 volumes and... Tell her that voice, because like a nail gun to the scum. Of a breach, Emma. How do you outsiders not understand that Arda didn't build that 300-meter wall out there? Unless one of the unfortunates who got zapped through. Wait, I just remembered. I give a damn why or how you got here. You're trespassing, and I'd kindly like you to get the hell out of my zone. Unfortunately, the barrier wall is as fortified against breaches trying to get in as anything trying to leave. We have to find you a way out. So you might as well start by fixing up that car. Just don't break anything in my shop with those soft hands of yours. Ne, es ist immer noch komisch, wer hier wie mit mir redet, welche Entität das genau ist. Somewhere in the garage, put it on. The built-in diagnostic will tell you what needs fixing up. Das meiste davon kann ich mir echt denken, ich sehe es ja. Okay, was ich bräuchte, wäre ein Medic. Ich habe eben eins gefunden, aber... Ich bin mir nicht mal sicher, ob das hier nicht vielleicht falsch ist. Ist das nicht die Garage? Was ist das hier? Das sah so irgendwie so garagig aus. Nee. Mach doch mal die Scheibenwischer an. Nee, das ist vor meinem Kopf. Das ist eine Garage. Schön aufs Diagnostikfeld. Immer noch nicht. Noch keine Medic-Time.
Habe ich denn, lass mich kurz gucken, ob ich hier, falls es, man, ich kenne ja nicht alle Tracks der Welt, falls es hier genau bei der Musik sowas gibt wie ein Streamer-Modus, sicherer Modus. Ein damit. So ist es wichtig. Und schon ist sie weg. Ja, schade. Dann mach doch mal einen anderen Song. Nee, den kenne ich schon. Nö. Oh, der ist ganz schön. Der Lambada. Was können wir hier machen? Ja, also. Machen kann man nichts, aber wir, ja, bisschen sind, genau, es muss voll sein. Also wir, alles halt, ne? Gefahr in 15 Minuten oder was? Nee, das ist kein Timer scheinbar. Oder doch? Es fehlen Türen hinten, es fehlt eine Menge. Ich hätte lieber jemanden, der mir sagt, was ich jetzt damit machen soll. Das Mechaniker-Headset, wo könnte es sein? Neben der Karte. Vielleicht habe ich auch einen Raum hier noch nicht. Nee. Mechaniker-Headset neben der Karte. Verdammt, wo ist das? Das kann doch nicht so schwer sein. Das ist der Eingang, dann gehst du hier so rein. Vielleicht, ach, hier ist wahrscheinlich eine Karte, die Karte, meinen die, ne? Nee, vielleicht auch nicht. Das? Okay, da, ich habe was Kleineres erwartet, um ehrlich zu sein. Eine Brille oder so. Endlich! Jawoll. Und jetzt können wir auch das Auto reparieren. Bring das Rad wieder an. Bisher gefällt mir das Spiel sehr, sehr gut. Hat eine schöne Atmo. Eine zweckmäßige Grafik, die vor allen Dingen der Atmosphäre eigentlich dienlich ist. Und ich mag auch dieses Mysteriöse und auch jetzt mit den Stimmen und so. Man ist, ich finde es gut, dass man jetzt noch nicht direkt weiß, was Sache ist, aber schon grob im Bilde ist. Aber eben irgendwie sich trotzdem noch wundert, was hier eigentlich passiert. Aber wir wollten ja eigentlich auch nur dran vorbei. Naja, wir sind schon ein bisschen selbst schuld, ne? Einige Autoteile haben aktivierbare Fähigkeiten. Während du im Auto sitzt, kannst du das Lenken beschleunigen. Danke, danke, erklär's mir. Ja, hupen kann ich auch noch, wenn sonst nichts mehr hilft. Okay, was haben wir noch? Das Hilfeschrank haben wir gerade. Ein Parkhilfe war. Fortliche Lichtband zur räumlichen Wahrnehmung. Könnte man. Okay, nicht schlecht. Haben wir schon. Autowartung. Ach, da könnte ich mir jetzt einen Benzinkanister bauen. Eieiei. Ich will aber eigentlich eine Tür, brauche ich doch. Ne? Ich, Sachen, die bei mir kaputt sind, muss ich bauen. Da, eine Tür. Also, dafür brauchen wir Metallschrott, Plastik, Klebeband und Glasscherben. Uncheck ist der Heften. C. Haben wir gemacht. Das reicht erstmal. Ersetze eine Autotür. Plünderer Checkliste, was ist das? Okay, die To-Do. Ja. Ich denke fast... Oh, kann ich hier... Was ist mit F? Was bedeutet hier F? Putzen, wischen, sauber machen? Ja. Kann irgendwie, irgendwas kann ich hier putzen. Oder treten. Ach nee, treten! Entschuldigung, Auto! Naja, gut, verdient hast du es schon. Doch. Nimm. Durchsuche den Kofferraum des verlassenen Autos. Durchsuche die Werkzeugkiste drin neben dem. Okay, will ich ja, aber wie kann ich das aufmachen? Primitive Platte, geht nicht auf. Treten? Auch nicht. Wenn noch irgendwas anderes ist, da. Ha! Kann ich das alles nehmen? Moment. Alle. Und was ist das nochmal? Was ist das? Ausrüstbare Lichtquelle. Das ist doch mal interessant. In die Hand damit. Okay, viel mehr habe ich nicht, außer der Fackel. Okay, hier könnte ich auf jeden Fall einige Sachen abbauen, wenn ich wüsste, wie. Kommt vielleicht noch aus dem verlassenen Auto hinter der Werkstatt. Das haben wir eigentlich schon gemacht, ne? Werkzeugkiste nehmen wir auch alles mit.
Was ist das hier? Klebeband. Kann man nicht die Materialien irgendwie verschieben? Materialien verschieben, genau. Ach nee, geht das nicht. Komisch. Weiß noch nicht genau. Und jetzt kann ich doch das irgendwie craften, nehme ich mal an. Aufträge, Baupläne. Genau da. Was? Primitive Tür. Was fehlt noch? Nee, ach so. Glasscherben und Metallschrott. Mit Brecheisen ausrüsten. Das ist auch eine gute Idee. Ach, das ist es ja. Ja, dann kann ich damit wahrscheinlich den Rest abhauen. Ja, wir haben ihn ja, weil der von unten einsichtig war, haben wir ihn ja schon geplündert, ne? Aber vielleicht kann man damit jetzt irgendwas abbauen. Ja, man kann da so die Energie wegnehmen. Oh, geil, okay. War das schon alles? Nur das bisschen Metall? Da noch? Nein! Klopapier! Oh mein Gott, ein Schatz! Nee, Klebeband. Aber Klebeband, wenn man es wirklich will, ist ja, kann ja auch Klopapier sein. Ah, hier brauche ich den Benzinkanister. Nee? Wo ist der Benzinkanister? Habe ich den gerade nicht in die Hand genommen? So. Wer von euch hat das schon mal gemacht? Ich habe das ja schon gemacht. Mehrfach machen müssen. Einmal sogar so gemacht, dass ich versucht habe, was wieder, also aus meinem eigenen Auto rauszupumpen, weil ich das falsche reingepumpt hatte. Good times. Good times. Was? Hat das gerade den Mülleimer ausgespuckt? Ein Verschrotter. Und eine Fackel, okay, das ist gut. Ja, da kann man jetzt nichts dran ändern. Das brennt jetzt. Was kann ich da vielleicht hiermit? Was? Scheiße. Damit? Nee. Okay. Dann damit. Und den Reifen wechseln wir auch noch. Ah, später. So, toll. Okay. Das sind ja nur noch Reste. Lustig, das hat nichts gebracht. Okay, das lassen wir. Der Benzintank ist leer. Ich würde sagen, da haben wir doch ganz gut was mitgeschafft. So, was können wir herstellen? Also, den Verschrotter haben wir ja schon. Brecheisen. Kann man auch die Sachen reparieren? Herstellungsstufe 2. Alles soweit wichtig. Was ist hier noch? Werkstatt, bewegen und interagieren. Okay. Ja, aktivierbare Fähigkeiten. Ich muss mir, glaube ich, das einmal wirklich anschauen. Haben wir alles schon, ne? Plastik, Gummi, Metallschrott, Klebeband, Fackel, ja. Das kriegen wir hin. Essentiell, was ist das? Manchmal weiß der Müllcontainer ist am besten. Der hilfreiche Müllcontainer ist dein bester Freund im Sperrgebiet. Darin findest du alles, was du wirklich hundertprozentig brauchst. Dinge, die du auf jeden Fall behalten solltest, wenn du den nächsten Teil deiner Reise überstehen willst. Angaben über Freundesstatus ohne Gewähr.
Da ist er wieder. Wenn du je in der Klemme steckst, schau hier vorbei. Das Sperrgebiet entreißt einem viel, aber manchmal ist es auch spendabel. Also es ist wie so eine, wie so ein Postfach, was man sich teilt mit der Welt um einen rum. Und manchmal gibt es einen geilen Shit, manchmal nicht. Das Postfach weiß es am besten. Okay, Reifen haben wir auch. Okay, so, da haben wir doch alles jetzt, oder? Hilfsmittel, was ist das noch? Kann den Insassen des Fahrersitzes eine rudimentäre Schmerzlinderung und Erste Hilfe zukommen lassen. Das ist nicht schlecht. Habe ich aber noch nicht. Handbremse, mit einem schnellen Hebelzug kannst du die Hinterräder des Autos blockieren, so einen Teil deines Momentums in einen Schleudergang verwandeln. Vielleicht beeindruckst du damit sogar die Anomalien, die dich beobachten. Bisher weiß ich nicht, ob sich das lohnt oder nur fancy ist. Briten und Amerikaner sind sich seit jeher uneins, wie man den Kofferraum eines Autos bezeichnet. Seit ihrem Sieg im Unabhängigkeitskrieg haben die mittlerweile über 300 Millionen Amerikaner aber so das gute Recht, den Kofferraum so zu nennen, wie sie wollen. Ein Hoch auf die USA. Pappkartons. Hä? Okay. Muss man ja auch nicht alles wissen. Was können wir noch bauen? Ein Reparaturkit brauchen wir auf jeden Fall. Da haben wir doch auch genug. Okay. Herstellen nicht möglich? Fehler? Darf ich wahrscheinlich aber nur nicht. Naja, dann halt noch eine Tür, ne? Hauptsache Tür. Mechaniker-Kit geht, wie gesagt, komischerweise nicht. Primitive Stoßstange. Brauche ich die? Hier noch eine Tür wäre auch nicht schlecht. Reicht nicht. Das Ding hat doch ganz sicher auch keine Stoßstange. Oder? Hat es eine Stoßstange? Scheinwerfer? Es hat schon eine primitive Stoßstange. Okay. Aber nur so ein... einen seelenlosen Stahlbolzen. So, ja, mit geilen Shit. Der kommt mit. So, was ist denn da? Glas? Ups. Nee, so. Irgendwas. Chemikalien? Okay. Ein Reifen. Sehr, sehr gut. Und ein Medipack-Kit. Oh Mann, das ist natürlich total wichtig eigentlich, dass ich den mitnehme, ne? Kann der nicht hier irgendwo... Ach, oh, dieses Spiel. Ich weiß jetzt schon, dass es mich zum Wahnsinn treiben wird mit seinem... Das ist das Spiel für den Fabian. Da kann der mal so richtig ordnen. Da kriegst du einen Orden fürs Ordnen. Der Ordnungsorden. Der einzige Orden, den Fabian Käufer jemals bekommen wird. Und das ist auch gut so, denn keiner von uns hat Bock, im Krieg zu sterben. Haben wir noch was Neues? Ja, ständig, ne? Chemikalien, Ausrüstung, das Mechanikerauge. Das Headset, das Opi zusammengeschustert hat. Objekte scannen, mehr Informationen. Okay, das ist gut. Entrümpele es, organisiere und sortiere alle deren Schätze und lagere sie ein. Werkbank, warum nicht einfach selbst bauen? Okay, ja. Jetzt sind wir, glaube ich, im Bilde, was alles angeht. Was brauchen wir noch? Was zeigt der Filter? Ja, eigentlich, ne, ist der... Also, ich bin mir halt nicht sicher genau... Zum Beispiel, ist es Öl oder Benzin? Ich nehme mal an, es ist Benzin. Heißt das, ich könnte ja... Ich habe doch den Benzinkanister dabei gehabt irgendwo. Wo ist der eigentlich? Könnte ich den dann nicht hier... Oder habe ich schon reingetankt? Ich habe es ja hier abgesaugt. Also muss es ja eigentlich jetzt hier auch wieder rein. Da ist er doch, genau. Ich habe den nämlich... Ah, ihr seht's. Ich habe den einfach nicht benutzt. Das mache ich schnell nochmal. Weil das brauche ich auf jeden Fall. Wieso hast du den Scratch-Wrap einfach geskippt? Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Welchen Scratch... Was? Was ist das? Ne, ernsthaft? Ich weiß es wirklich nicht. Scratch Wrap. Also irgendwas scheint hier ja zu sein, was ich nicht gefunden habe. Oder nicht aktiviert habe oder aus Versehen geskippt habe. Aber ich wüsste gerade nicht, wie... Was ist das eigentlich? Inventar öffnen. Achso, ich kann es in den Kofferraum. Aber hier ist doch richtig. Dafür ist es, glaube ich, da. Okay, eine weitere... Ne, was können wir noch? Eine weitere Tür eigentlich für hinten? Hinten würde ich gerne eine Tür bauen. Noch mehr Glasscherben. Da ist ja eigentlich der Fuß richtig, ne? Sollte der Fuß genau das Richtige sein für... Nee.
da oben? Wenn ich, darf ich den hier... Ne, es bringt alles nichts. Der nutzt sich aber sogar an Pappe ab. Das ist auf jeden Fall ungewöhnlich. Scratch Rap ist sowas wie Trash Metal. Ich kann mir nur vorstellen, dass, was auch immer ich, du da meinst, abgebrochen wurde, weil es keine Streamer-Musik ist. Weil die darf ich hier natürlich nicht abspielen. Nee, ne? Aber irgendwie muss ich das ja auch für mich nutzen können. Der Verschrotter. Das ist das Glasmechaniker-Kit. Was ich eigentlich will, ist... Nee, geht nicht. Oh shit, jetzt bin ich irgendwie auf die falsche Seite gesprungen. Verdammt. Vielleicht geht das ja auf. Bitte geh auf. Nein, auch nicht! Oh Gott! Was soll ich jetzt machen? Ich habe mich ausgesperrt. Naja. So, mit Reparaturkit ausrüsten. Da steht es hier oben rechts. Ich durchsuche weiter nochmal den Müllcontainer. Ist es nicht der hier? Doch. Ah, schön, dass du mir sowas gibst. Ja, kann ich gebrauchen. So, weiter das Reparaturkit. Mechanikerkit, ist es das? Nee, das hier ist es. Und es fehlt aber immer noch Glasscherben. Glas. Wo haben sie denn das Glas hier? Da. Da ist das Glas. Sag ich doch. Glas. Was? Immer noch? Oh. War nicht genug Glas. Da ist halt nichts. Willst du Spaß? Spiel mit Glas. Ja, vielleicht. So oder so ist das ganz sicher ein wichtiges Ding. Immer noch nicht. Es ist halt echt diese Glasscherben-Thematik. Okay, dann lass mich kurz mal hier was entfernen. Vielleicht ist das auch ein Problem. Warte mal, wie kann ich das denn... Ja, genau. Ich würde gerne den Koffer, Stauraum. Ja, aber... Wenn ich da C drücke... Nee. Okay, scheinbar kann ich... Vielleicht habe ich das noch nicht. Ungesichert? Nee, das ist nicht gut. Oh. Ja, jetzt. Scheinbar ist es doch nicht so. Ich kann es jetzt zumindest da nicht in meinen Kofferraum legen. Sonst wahrscheinlich müsste der hier... Oder kann ich hier noch was ändern? Nee, nee, okay. Tja. Jetzt muss ich wirklich kurz mal überlegen, was ich hier mit dem Kram machen kann. Ich habe zu viel, aber gleichzeitig brauche ich andere Sachen. Vielleicht baue ich erstmal irgendwas anderes. Mechaniker-Kit, ja. Ne? Warum nicht? Trotzdem brauchen wir eigentlich immer noch hier so ein Ding. So, Glasscherben. Vielleicht kann ich ja mit dem Mechaniker-Kit noch hier irgendwas machen. Da ist das nicht das Ding? Ja. Eins, da ist es. Was kann ich verbessern? Stahltür, na erstmal gucken, Sommerreifen, an sich wichtig. Kann ich aber nichts mitmachen, ne? Doch. Ja. Hat irgendwie... Irgendwas ist passiert, ne? Habe ich jetzt nur eine Sache repariert damit? Okay, scheinbar gut genug repariert. Die Reifen sind das Wichtigste, also fangen wir da an. Oh, okay. Ja, gut. Hier hätte ich jetzt gedacht, durch wegen dem Ausrufezeichen muss man vielleicht was machen. Was bringt das hier gerade? Ah. Okay. Ich kann hier, glaube ich, nichts mehr reparieren jetzt. Ich habe das irgendwie benutzt und es ist jetzt, wenn ich es richtig verstehe, leer. Tja,
Wir werden es nicht mehr in Erfahrung bringen. Also, ich brauche Glas. Mein Gott. Erstmal was in die Hand geben hier. Warte mal, ein... Au, ich habe das Ding schon wieder kaputt gekriegt. Ne? Das geht so schnell. Tja, jetzt bräuchte ich wirklich mal den Stauraum hier. Vielleicht, wenn ich hier eins drücke. Also wenn ich das Ding genau... Wenn ich das hier so rein... Nee. Aber ihr versteht, was ich machen will, ne? Das könnte doch eigentlich klappen. Nee. Okay, wir gucken weiter. Ich komme hier schon noch klar. Frage ich einfach die allwissende Müllhalde. Danke. Die ist immer für mich da. Ist wirklich so. Okay, mehr Glas. Hier ist kein... Das sieht alles wichtig aus. Warum soll ich das kaputt machen? Irgendwie möchte ich jetzt auch nicht die Sachen kaputt machen. Das sind doch wichtige... wichtige, weiß ich nicht, Reste der Zivilisation. Glas, Glas, da vielleicht? Nee. So, auf dem Dach waren wir auch schon. Hier das Auto, ist da nicht Glas? Schade, dass man da jetzt nicht das Glas irgendwie benutzen kann. Habe ich sonst noch irgendwas da? Ja, der Verschrotter, ne, ist eigentlich besser. Geht so nicht, okay. So vielleicht? Nee, auch nicht. Ich kann ja wirklich nichts mehr in der Hand halten. Hier ist gar nichts mehr. Da... ist auch nichts mehr. Repariere die Karosserie. Ja, das versuche ich ja. Ne? Mit dem Reparaturkit. Vielleicht sollte ich es auch als nächstes mal machen. Aber eigentlich will ich ja schon so ein bisschen meinen eigenen Shit machen. Aber es ist ja eine Demo. Ich muss es vielleicht wirklich chronologisch machen. Oder nicht chronologisch, aber so wie sie es von mir wollen. Ein bisschen Glas muss sein. Na, 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 na. Dann kommt das Building von ganz allein. Ich säg an dir Tag aus und Tag ein. Doch ein bisschen Glas muss sein. Nee, es geht nicht. Hier vielleicht. Vielleicht ist hier drüber. Das, ich will ja nicht einfach da so jetzt runter und da so am Gebäude rumsägen. Das ist doch nicht richtig. So, ich nehme jetzt mal wieder... das Ding hier. Ich frage die Müllhalde, ob sie vielleicht was hat. Auch wenn das irgendwie sich ein bisschen wie Cheaten anfühlt. Hast du Glas? Hat nix! Okay. Aber dafür sorgen sie, glaube ich, dass man nicht softlockt. Kann ich hier was reinmachen? Das ist doch gut. Das ist doch mal ein Anfang. Machen wir erstmal hier die Sachen rein. Das und das. Mal wieder ein bisschen Platz. Und bei der Gelegenheit probieren wir das jetzt nochmal. Da, ne? Ich drücke R, ja. Nee, ich kann es halt nur abnehmen. Kann ich die verändern noch oder so? Nee. Ist hier aber auch keine mehr. Das ist kniffliger als gedacht. Das ist ja eigentlich egal, wo ich das Ding anbringe. Aber komisch ist wirklich, dass ich die Mechanikergeschichte nicht benutzen kann. Oder irgendwas noch nicht verstanden habe. Ich guck mal gerade nach, damit ich jetzt nicht die ganze Zeit hier rumeiere. Nee, warte, das ist es nicht, ne? Nee. Wo war nochmal... Wo war das noch? Da. Und was wollte ich hier nochmal machen? Oh, Motor? Nein. Ah, wir haben das Glas ja immer noch nicht. Okay.
Wie benutze ich's? Mit Reparaturkit ausrüsten. Ja, vielleicht wollen sie wirklich, dass ich die speziellen Punkte finde, die jetzt hier repariert werden müssen. Aber welche sind das? Da! Nee, auch nicht. Ne, das geht gar nicht. Okay, das auch nicht. Ich probiere es mal bei allem. Ist da gar kein Scheinwerfer? Krass. Also, was fehlt denn noch? Ja. Wichtig ist, glaube ich, dass wo ein Punkt oder ein Pfeil dran ist, ne? Also der Reifen, wobei der sieht doch noch okay aus. Und hinten. Hinten muss irgendwas hin. Hindenburg. Dranwerfen hat nichts gebracht. Ich kann es nur abmachen. Und anmachen. Also ihr müsst auch mal helfen, wenn ihr das, wenn ihr wisst, wie es geht, sagt mal Bescheid, weil ich hadere gerade mit meiner eigenen Intelligenz, weil ich nicht weiß, was ich hier falsch mache. Es gab einen Spind. Ja, okay, dann gucken wir gleich nochmal. Da, ne? Da ist der Spind. Ja, sehr gut. Danke. Gute Idee. Dann kann ich das ja hier, aber was ist mit dem Ding? Warum funktioniert das nicht? Weitere Infos. V. Zustand, Beseitigung, Infos. Okay, kann irgendwas. Naja. Ich guck mal, ich hoffe mal, dass das, was man im Spind hat, auch hier benutzt wird beim Bauen. So wie es ja eigentlich mittlerweile servicetechnisch Usus ist. Die Fackel brauchen wir auch nicht. Chemikalien. Eine Ente. Plastik natürlich. Mehr Glas. Und noch mehr Glas. Und was ist das? Eine Batterie? Okay, eine gute Idee. Oh, hier habe ich noch einen Ersatzreifen. Ja, den kann man jetzt mal in die Hand nehmen. Und das Reparaturkit legen wir jetzt erstmal ab und bauen gleich mal ein neues oder so. Ich weiß nicht, vielleicht ändert sich's dann. Und das ist der Verschrotter. Na gut, den brauchen wir schon. Moment. Was denn passiert? Ach so, okay. Dieses Ausrufezeichen ist ein sehr wichtiger Teil. Nun, jetzt glaube ich persönlich gar nicht, dass irgendeiner der Reifen ersetzt werden muss, aber dann machen wir es trotzdem mal. Ah, vielleicht müssen das... Das ist ein Ersatzreifen und das ist ein Sommerreifen. Und das ist ein Sommerreifen und das ist auch ein Sommerreifen. Okay, dann nehme ich den Ersatzreifen mal raus. Setz den rein. Hä? Nee. Jetzt habe ich den richtigen, glaube ich. Nein! Okay, so funktioniert es nicht. Ich muss ihn erstmal wegnehmen. Welcher davon ist... Das ist jetzt der richtige Ersatzreifen. Nee. Hä, warum habe ich denn jetzt drei? Habe ich gar nicht, ne? Habe ich gar nicht. Okay, ich muss mal hier hingehen. So, welcher davon ist jetzt der richtige? Ersatzreifen, Ersatzreifen. Beide! Ist einfach egal. Okay. Na, aber ihr versteht schon, ne? Dass ich unsicher war, ob es nicht vielleicht daran liegt. So, einen Reifen hast du jetzt. Kann ich das Ding nochmal reparieren? Ne, nur zerkleinern. Abnehmen, dran machen, ja. So, jetzt nehme ich das Reparaturkit doch nochmal in die Hand. Mach den Kram weg. Wenn du den Reifen vorne rechts in der Hand hast, steht rechts daneben platt. Ah, okay, das ist ein guter... Okay, ich verstehe, was ihr meint. Aber, also es wird nicht angezeigt, oder? Ich sehe es jetzt hier nicht, aber da ist ein Ausrufezeichen. Und wenn ich den nehme, steht da auch nur Sommerreifen in der Hand. Ihr habt völlig recht. Aber ich würde gerne verstehen, was man hier machen kann. Kicken? Nee, bringt auch nichts. Okay, man muss einfach schauen. Er ist halt platt. Mein Gott, habe ich keine Ahnung von Autos. Okay, dann lassen wir den... Kann man den flicken? Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Das sieht auch komisch aus. Das sieht aus, als würde ich damit irgendwas reparieren können, aber... Nee. Dann halt hier.
Der müsste doch jetzt voll sein, ne? Ja! Der ist okay, der ist okay. Der ist okay. Der ist auch okay. Oder ist da noch irgendwas? Habe ich noch irgendwas übersehen? Ich glaube nicht, ne? Kann ich mal Probe fahren? Ich weiß nicht, was jetzt schon wieder passiert ist, aber ich habe 1% meiner Energie verloren. So. Also das Ausrufezeichen war es wohl. Ist hier auch noch was? Nee. Hinten die Klappe fehlt noch. Soll ich dann einfach mal eine Seitentür rausnehmen? Ich meine, klar, das ist doof, aber ist es nicht okay? Müsste doch okay sein. Ich drücke nochmal überall, ob man... Hier ist ein... Na, hier ist halt echt ein Ausrufezeichen. Das geht halt gar nicht mehr. Kann man eigentlich auch weglassen. Ja, shit. Weiß ich nicht. Also, nur nochmal für euch zur Erklärung. Ich habe wirklich das Mechaniker-Kit gerade ausgerüstet. Mit Rechtsklick werfe ich's. Das hilft mir leider nicht. Irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Aber warum, weiß ich nicht. Eben habe ich doch noch wunderbar damit repariert. Jetzt geht's nicht mehr. Und offensichtlich, da muss irgendwas falsch gewesen sein bei mir. Hier, habe ich die nicht eben noch repariert? Was habe ich denn? E aufmachen? Okay. Nee. Kannst du nicht die Motorhaube öffnen? Das ist auch ein guter Gedanke. Oh, ihr seid so toll. Aber... Ah, da ist die Batterie. Okay, wie kann ich die laden? Das stimmt, das ist ein Punkt, ne? Muss ich die aus... kann man eine Batterie mit so diesen Jumperkabeln, ne? Aber dazu bräuchte ich ja dann auch noch irgendeine Form von Energie. Das, eigentlich sieht dieses Ding so aus... Als könnte man darüber laden, die Batterie. Aber ich glaube nicht, dass das so gedacht ist. Ja, was machen wir hier? Jumperkabel. Brauchen wir halt irgendwo. Wir gucken erst nochmal weiter, was man hier machen kann. Aber ich habe doch die Zeit und habe auch Ressourcen. Notlösung will ich vielleicht gar nicht. Ah, okay. Also was ich... Ne, ich... Dasselbe Problem. Die wollen ja, glaube ich, dass ich dieses Notreparatur-Kit nutze. 40 Zustand mit der Zeit. Strapazierfähigkeit 5. Und was ich die ganze Zeit habe, ist dieses Mechaniker-Kit. Okay, es bleibt dabei. Glasscherben. Irgendwo muss da noch eine... Irgendwo muss doch noch eine Glasscherbe sein. Hast du noch mal was? Ich hau ja schon auf alles drauf. Das sieht wirklich nicht aus wie irgendwas, wo ich dran rumhacken sollte. So. Kannst du nicht die Motorhaube öffnen? Achso, hatten wir eben schon, ne? Warum will er eigentlich immer, dass ich die Dings öffne? Ne? Er will die ganze Zeit, dass ich das Inventar öffne. Ich glaube, er will mir wirklich einfach beibringen, dass ich das so machen soll. Aber was mich so wahnsinnig macht... Nee, jetzt... Siehst du, jetzt geht's immer noch nicht. Keine Ahnung, was das soll. Ich habe das Gefühl, dass das Spiel einfach ziemlich buggy ist, wenn ich ehrlich bin. Weil es hat jetzt einfach schon so viele Bugs gehabt, wo ich nicht genau weiß, warum. Ich kann mich aber sehr gut damit anfreunden. Das ist nicht schlimm, nur... Sowas sollte wahrscheinlich nicht passieren, alles. Da... Was ernsthaft?
Ah, okay, es ist nur Schrott. Hier vielleicht noch irgendwo Glas übrig? Nee. Am liebsten würde ich mein eigenes Glas rausholen hier. Also aus meinem Auto, meine ich. Okay, irgendwie kann ich den Reifen gerade nicht nehmen. Kann ich halt kaputt machen. Ach, aber dabei ist jetzt nur mein eigener Shit kaputt gegangen. Okay, Mullhalde. Jetzt muss wirklich mal rauskommen. Nein, nicht mal mit das Ding. Hat gar keinen Bock mehr auf mich. So, es ist noch schwerer geworden. Also, was wir brauchen, ist das fucking Reparaturkit. Wir brauchen Metallschrott und Glasscherben. Und ich hoffe wirklich, dass jetzt die Müllhalde nochmal was hat. Nein. Jemand schrieb Scheinwerfer beim Wrack. Da werde ich gleich nochmal gucken, ob da noch ein anderes beim anderen vielleicht mehr Glück ist. Ja, ich habe ein Reparaturkit im Schrank und ich habe auch ein Reparaturkit. Ah, das ist das Mechanikerkit, okay. Aber ich habe. Ne, Moment. Okay, gucke ich nochmal. Jetzt weiß ich gerade nicht. Ist das nicht dasselbe gewesen? Hier, ich habe ein Mechanikerkit. Und was ist hier? Sommerreifen, Verschrotter, Fackel, Chemikalien, Gummi, Plastik. Ich fände es hier so geil, wenn ich das nur nicht... Die Batterie, soll ich vielleicht mit der Batterie das mal versuchen aufzuladen? Reparaturkit. Hä? Aber das sieht doch aus wie Glas. Das ist so lustig. Das sieht doch voll aus wie Glas. Okay. Ich raff gar nichts mehr. Okay, geht's hier mit? Oh Gott, ich glaub's nicht. Oh, dieses Spiel macht mich fertig. Da kann man wirklich die erste halbe Stunde direkt rauswerfen. Das tut mir jetzt schon leid. Wollen wir nochmal neu anfangen? Das ist ja... Und das ist reparieren? Ich hoffe, ihr versteht genauso wie ich, warum das so irre ist. Das ist doch kein Reparieren. Ich meine, das hättet ihr sagen müssen, ja, schmier mal die Magic Brühe da drauf. Geht es hier auch? Nee. Das macht mich fertig, dieses Spiel. Aber ein bisschen, jetzt mal, ich komme mir echt wirklich richtig doof vor, aber ich habe in meinem Kopf, war das die ganze Zeit, guck doch mal, wie das aussieht hier. Warte mal. Das sieht für mich, hat das irgendwie wie eine abgebrochene Flasche mit so einem Tropfen ausgesehen. Ich habe, jetzt sehe ich, dass das ein Pinsel ist oder so. Das ist echt völlig irre. Ja, tut mir leid. Tut mir leid an alle, die jetzt eine Stunde mit mir hier rumgeeiert haben. Hier muss man, glaube ich, echt ein bisschen schneiden. Das ist sonst einfach zu demütigend. Aber ich habe es wirklich versucht, Leute. Ich habe es wirklich, wirklich versucht. Aber es hilft, dass ihr wirklich, und ich habe die ganze Zeit in den Chat geguckt, auch nicht genau wusstet. Bis dann einer gesagt hat, hattest du nicht ein Dings im Spind? Und das ist wieder mal dieses Problem, dass man selbst das oft nicht sieht, weil man irgendwie Sachen halt schon so abgehakt hat. In dem Fall, das ist Glas. Ich weiß noch, wie ich mich im Kopf gewundert habe, warum hat das Glas hier zwei verschiedene Perspektiven? Weil es gibt zwei verschiedene Größen, weil es gab dieses Glas in zwei und da dachte ich, es gibt auch Glas in vier. Es ist wirklich so dumm. Es tut mir leid, Leute. Ich weiß genau, jeder andere hätte das jetzt besser gemacht. Also, was haben wir noch? Haben wir keinen Scheinwerfer? Haben wir nicht Stoßstange? Klatsch. Bam. Hast du noch was? So ein bisschen wie im Knast, wenn du deinen Fraß bekommst. Aufs Blech geklatscht. Okay, hier haben wir noch... Hier könnte theoretisch noch was hin, ne? Sommerreifen. Oh, wie geil. Flatsch. Und die Stahlplatte auch nochmal. Das ist ein sehr interessanter Schleim, den ich da drauf mache. Und jetzt habe ich es aber auch verstanden. Das werde ich, den Fehler werde ich, glaube ich, nie wieder machen. Schnitt, Teil 2. Okay, boah, wir haben es geschafft, Leute. Ich bin so richtig happy, ey. Die Demo macht mich schon fertig. So, was ist hier noch? Da! Ah, jetzt kommt alles zusammen, ne? Da haben wir uns doch vorher auch noch gefragt. Oh, toll. Und jetzt geht's plötzlich schnell.
Nee? Eine Werkmatte. There's a little prototype of mine in the garage. The Arc device. Hook it up to your car, wherever it'll fit. Nee? Puh. This beauty won't just be your tour guide. It's your North Star and the only way back to safety. Heck, you should consider it the Father, Son, and Holy Spirit if you plan on staying alive. That's how important this thing will be to you. Yes, that's my very own invention. I'll tell you more about it if you live long enough to use it. Okay, leider geht das Zoom nicht. Ihr seht ja, ich zoome 200%, 100, passiert gar nichts. Vielleicht, wenn ich was markiere? Nee, auch nicht. Okay. Ja, geil, das Auto geht. Hol dir die Erste-Hilfe-Sets aus dem Spind. Spinnt die denn? Ich habe das natürlich schon gemacht. Aber habe dann auch wieder reingelegt. Wo sind die denn jetzt? Wo habe ich die denn nochmal hin? Okay, ganz kurz, Reparaturkit behalten wir auf jeden Fall. Gehen wir nie wieder her. Das Ding hier gehen wir mal so links rein. Was ist das? Die Batterie? Ich dachte, die müsste man gleich noch aufladen. Vielleicht müssen wir es auch. Bauteile, Kupferdraht, Glasscherben, Plastik, Gummi, Fäkalien, Chemikalien. Ist noch ein Reifen und der Verschrotter. Kein Erste-Hilfe-Set. Wo habe ich die reingetan? Da! Da habe ich sie reingetan. Egal, so. Und so. 4 lege Gegenstände in die Fahrt in den Kofferraum. Verschrotter. Okay, das können wir alles hier machen. In die Pappkartons. Okay, erstmal den Verschrotter. Wo ist er denn nochmal? Ach, den habe ich ja noch gar nicht. Machen wir gleich. Fackel, Erste-Hilfe-Set. Kommt alles mal rein. Da. Erste-Hilfe-Set. Eine Fackel haben wir auch. Das passt sogar. Und noch ein Erste-Hilfe-Set. Und die Batterien nicht. Ich habe ein Reparaturkit. Nee. Schrotter noch. So, jetzt werde ich den anderen Kram natürlich mitnehmen. Den lasse ich jetzt nicht einfach hier. Oh, ich bin so richtig gespannt, ey. Ohne Scheiß. Das machen sie ganz gut. Dramaturgisch hat man dann schon Bock, jetzt auch wieder rauszufahren in die raue Umwelt. Kann ich das Ding so... Alles hier rein. Den Reifen. Den Verschrotter. Die anderen Sets. Alles davon. Da muss ich sagen, würde ich mir so ein bisschen mehr Quality of Life wünschen, dass man das hin und her klicken kann. Geht nicht, ne? Ausrüsten, neu ordnen, verschieben, Zuweisung starten. Nicht so wirklich. Wahrscheinlich, weil sie wollen, dass man sich Gedanken macht, wo man was packt. Ja, geil. Nimm dir den Zahnradbauplan neben der vorderen, dem vorderen Werkstatttor. Ah, da, so sehen die also aus. Und der Hammer. Nutze die Pumpe, um den Benzintank zu füllen. Ah, ich brauche das, hätte das gar nicht rausholen müssen, ne? Das ist interessant, habe ich eben erst gelesen. Falls du noch Tipps fürs Festival brauchst, schau dir mal IndyCar an. Sehr mindfuckig. Du meinst damit das Spiel, ne? Was ich hier auch als Demo angeboten habe. Als nächstes wäre erstmal Not Yet Another Fantasy Game dran. If you're all set, take a look at the projector against the wall. Wähle ein Ziel auf der Karte, okay. This is the zone. Within these borders, all matter has lost the ability to hold a constant physical state. What that means
is the shape, size, and makeup of just about everything constantly changes. A mile of grass can turn into 10 miles of swamp in the blink of an eye, and it does. Constantly. It's caused by something we call instability. We're completely surrounded by it, and once you've watched it chew through entire mountain ranges, you'll understand that you don't want to get anywhere near it. We can only survive in here within pockets of stability. That's what you're standing in now. And that's what you're seeing mapped on the route planner. If we're going to find you a way out of the zone, you'll need to build a new antenna. Until then, you won't be able to detect stabilized routes beyond your immediate area. So, you've got to go hunting for parts, and that means taking a drive. Go on, pick a route. The Arc device in your car will then show you where you need to go. Okay. Kann ich jetzt rauszoomen? Immer noch nicht. Okay, dann muss ich das erstmal wahrscheinlich anwählen. Will ich natürlich direkt machen. 3 Stunden kriegen wir hin. Off you go. Make a left out of the garage and follow the access road. Okay, hier kommen wir auf jeden Fall häufiger noch hin. Ich speichere mal unsere Sicherheit. Ja, machen erstmal alles zu. Zu. Moment. Habe ich wirklich alles? Ich frage mich, ob es besser ist, Sachen hier zu lassen. Oder halt mitzunehmen. Also, was kann passieren? Kann das Auto quasi kaputt gehen? Kann ich meine Items, Gegenstände, gecrafteten Sachen verlieren? Ich weiß es nicht. Achso. Warte mal, habe ich jetzt im P oder? Okay, D ist richtig. Bisschen wie Dredge, nur mit Auto statt Boot und in 3D, ja, kann ich durchaus sehen. Ist die Homeworld 3 Demo auch was für dich? Ist die gerade aktuell oder ist die älter? Ich wollte jetzt erstmal die aktuellen, die ja werden ja irgendwann wieder abbestellt sozusagen. Die gehen dann ja nicht mehr, ne? Die Angst fährt mit, so sehe ich es auch. Muss ich denn den Weg, den wir da jetzt vorgezeichnet haben, fahren oder fährt er automatisch, bis wir an was Komisches kommen? Ah, hier. Okay, Newbie. Keep this simple. I don't want to overwhelm that little brain of yours. You'll need a few things to rebuild the antenna at the garage. First on the list is plasma. The woods are littered with plasma generators. Look for a research trailer or a spark tower. But that's those antenna things zapping you when you get too close. Both are always accompanied by plasma generators. The Arc device is picking up on some plasma generators nearby. Your headset has a built-in scanner. Use it on the plasma generator and it'll figure out the tools you need. Die meinen wahrscheinlich nicht diese Ecke hier, aber ich will auf jeden Fall alles mitnehmen. Ah, okay, Rechtsklick. Gut, gut, vielleicht geht's ja doch in Zukunft einfacher. Ja, der Autoloot gefällt. Also es ist jetzt schon deutlich komplexer als zum Beispiel Choo-Choo Charles, das ich jetzt mal als Vergleich hergezogen habe, aber man könnte auch Dredge nehmen, das ist natürlich viel komplexer noch. Aber ja, also es ist, finde ich, genau richtig im Moment und ich kriege das Gefühl dafür, ist auch eine gute Demo, finde ich. Außer natürlich von den Bugs, die ich da hatte und von meiner natürlich auch selbst angetriebenen Dummheit. Abgesehen von diesen Sachen ist es natürlich schon eine schöne Demo, weil man irgendwie das Gefühl dafür kriegt, wie das Spiel wirklich dann auch funktioniert und irgendwie auch direkt, es macht direkt Bock. Es ist mal Crafting auch mal anders, auf eine andere Art, mit einem anderen Twist. So kann ich mir das ewig Gleiche dann doch nochmal ein weiteres Mal geben. Mich ärgert aber trotzdem, dass kein Controller geht scheinbar bei der Demo. Das hätte ich echt gerne.
empfohlenes Werkzeug verschrotte. Okay. Ein gutes Ding, das Funkgerät. Das werde ich mir gleich nochmal angucken. Da brauche ich aber dann den Verschrotter, wenn ich das richtig verstanden habe. Fackeln, Fackeln, Fackeln. Ja, zurück geht aber nicht mehr, ne? Das ist schade. Okay, kann ich das vielleicht... Nee, muss man schon so machen. Vielleicht auch nicht. Vielleicht finde ich einen Weg. Aber jetzt machen wir es erstmal so. Aber es fühlt sich direkt so an, als hätte man geil was gemacht. Geil einen weggelootet. So, noch den zweiten Verschrotter rein. Der ist auch so gut wie kaputt. Da muss man wahrscheinlich gleich noch einen neuen bauen. Oh, das auch noch. Da, ne? Da sind die... Ne, ach, das ist die andere. Die edlen Rohstoffe und Bauteile. Ach Mann, wir haben nicht mehr geschafft. Abschrift eines Telefongesprächs. Hallo? Hallo? Ist das die Praxis von Dr. Turner? Nein, die andere Dr. Turner. Ach egal, ich habe gute Nachrichten, wundervolle Nachrichten. Die neuen Computer sind einsatzbereit. Wir haben es geschafft. Und diese Kraftpakete werden Sie absolut umhauen. Wir haben einige der besten diskreten RTL-basierten integrierten Schaltkreise der Welt mit einer zentralen Recheneinheit, die mit 1,5 MHz läuft und eine halbe Blablabla. Ist unglaublich, ganz unglaublich. Da habe ich vor Unglaublichkeit habe ich eine Tasse umgeworfen. Und was haben wir noch? Tagebucheintrag. Ach, das ist ein Gameboy oder was? Nee, es sieht eigentlich rechts sieht's anders aus als oben. Gut, dann hatten wir nicht Besucher, hatten wir wenig zu bieten. Eine Schädigung, die seltsame Sperrgebiet wächst immer weiter. Das Geld reicht kaum, um die Umzugskosten zu decken. Ich muss mir ganz genau überlegen, was ich mitnehmen will und wahrscheinlich die kleinen Elektrogeräte nicht. Also die geben sich hier wirklich Mühe, das alles auch mit einer eigenen Geschichte auszustatten. Jeder Fetzen hat eine kleine Lore hier. Mal gucken, ob ich auf dem Weg mir noch schnell so ein Zerkleinerer bauen kann. Den Verschrotter. Da. Impulshammer wäre auch nicht schlecht. Nicht jede natürliche Ressource kann behutsam extrahiert werden. Manchmal benötigt man rohe Gewalt mit pneumatischer Unterstützung. Pneumatisch. Ach, das ist immer so schön. Lest mal ruhig, aus vielerlei Gründen, aber generell einfach, weil es ein gutes Buch ist. Brave New World. Da geht es auch immer um pneumatische... Also pneumatisch ist quasi eine Eigenschaft in diesem Roman, die unter anderem Frauen haben können. Also es ist sehr weird, das so zu verwenden, aber in der Gesellschaft ist das aus irgendeinem Grund da voll verankert und da muss ich gerade dran denken. Aber es ist auch generell eine tolle Geschichte, die man ruhig regelmäßig lesen sollte. So, 4. Ich bin kein Fan davon, dass es ein bisschen dauert, wenn man was aufheben will. Es wäre besser, wenn das wirklich so tschack, 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 tschack. Da bin ich einfach als regelmäßiger Loot-Profi, bin ich da schon abgehärtet. Ich brauche das, das muss alles schneller gehen. Da bin ich abgestumpft. Okay. Vielleicht baue ich mir schnell eine Tür. Geht nicht. Habe ich mir fast gedacht. Was haben wir noch? Brecheisen, Reparaturkit. Ja, jetzt wissen wir ja, was ist. Wobei vielleicht auch, ne, wäre sowas auch mal besser. Starterhilfe haben wir nämlich wirklich noch keine. Aber Reparaturkit brauchen wir auch, Mechanikerkit auch. Die wichtigen Sachen haben wir jetzt alle. Sind die denn jetzt hier? Nee, die habe ich mir in die Tasche gesteckt. Okay. So langsam füllt sich der Kofferraum mit tollen Sachen. Also, Tür kommt später.
weiß nicht. Okay, das gucke ich mir nochmal an. Was ist das denn? Kann ich da irgendwas mit machen? Plasma-Generator. Impulshammer. Looks like it's ripe for the picking. Can't get at it with your hands, though. An impact hammer will do the trick. Nein, weil ich jetzt alles aufgegeben habe, ne? Aber ist nicht schlimm. Wir heften uns das an. Metallschrott und Zahnrad. Find those materials by any means necessary. No one's coming back ever again, so go on and take what you need. Transports, homes, outpost facilities, they've all been abandoned since the zone was decommissioned in 87. Most of those structures won't even be there the next time the instability scrambles the area. So loot to your heart's content. Da ist tatsächlich noch. Loot away. Das hören wir alle gern. So fast, don't they? And I'll be back at the helm. Been a long time, old gal. Didn't think we'd talk again after that whole Sasquatch incident. Yes, I was hoping to go another decade without hearing your voice again. What did you finally talk Francis to death? Hello to you too, Oppie. And no, I'm still here. Nee. Okay, da ist offensichtlich irgendwas, wo ich besser nicht hingehe. Wie könnte ich hier reinkommen? Da hat ja jemand wirklich gut abgezaunt. Ach, ob das mit dem Radiation Hazard wirklich stimmt? I doubt it. Oder? Na gut, dann halt fernlooten. Da ist doch noch was. Da ist doch noch was. Ein Rucksack. Scheiße, kann ich das irgendwie damit umhauen? Ja! Okay, das war nun wirklich nicht schwer. Ha. Kann gut sein, dass ich mir danach schon was holen kann. Ich brauche eine Lampe langfristig. Ich mir danach schon alles basteln kann, was ich brauche. Hier, empfohlenes Werkzeug, Verschrotter. Ja, scheiße, okay. Dann machen wir das halt. By now. Can you not? I'm a little busy trying to keep them alive. I'll keep to the basics, I promise. They deserve to know what they're getting into. Fine. I'm giving you 60 seconds. That is not nearly enough time to get... 55 seconds, counting. Okay, okay, okay. The remnants, in short, they're old objects that do all sorts of weird things. They bind themselves to people, and you're the latest victim. You and the car are inseparable now, so get acquainted. Once the remnant is bound to someone, they become gradually more obsessed with it. It takes over the victim's mind, until they go crazy and run off into the zone with it. No one has ever been able to resist its siren call. That fixation is probably worming its way into your brain as we speak. This is the first time we've ever got our hands on one. But we know all about the past remnants, and oh gosh, this one time it materialized as an old copper kettle, and the tea that came out of that thing, it was... And now I'm splitting the transmissions going to your receiver. Anything critical to your immediate needs will broadcast directly and immediately to your radio and headset. Anything not mission critical will be on a low priority frequency. Those transmissions will be recorded and indexed for you to listen to at your leisure. And by low priority, I mean just about everything that comes out of Tobias's mouth. Ach ja, ist schon lustig.
Kann ich das nicht einfach... Nee, man kann es halt einfach... Oh Mann, ich muss dringend... Ich hätte nicht alles mitnehmen sollen. Jetzt merke ich, was für ein Fehler das war. Ich wollte ja looten, aber ich habe nicht gedacht, dass mein Kram so schnell voll wird. Das ist ja krass, ey. Okay. Platzprobleme. Schon an Tag 1 Platzprobleme. Aber ich baue ja auch gleich was. Und zwar hier. Also. Nee, was fehlt denn noch? Zahnrad. Wie kann ich ein Zahnrad... Muss ich wahrscheinlich auch bauen, ne? Zahnrad. Herstellen. Immer noch nicht genug. Mehr Metallschrott. Ist ja direkt was. Oh, oh, oh. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe jetzt, warum das notwendig ist. Also ein sehr interessantes Spiel, würde ich auch behaupten. Es ist, hat total was sehr Eigenes. Das Einzige, was mich echt ärgert, ist, dass hier nirgendwo Dings ist. Oh, ein Zahnrad? Nee, das habe ich ja gebaut. Dass hier nirgendwo ein... eine Lampe ist oder Licht irgendwie, irgendeine Möglichkeit, weil es ist schon sehr, ich nehme an, es hat keine Lightmap oder so oder hat nicht diese Echtzeitlichtgeschichte, vielleicht auch nicht, keine Ahnung, aber es ist auffällig, dass es keine Lampe gibt, obwohl viele Sachen wirklich im Dunkeln liegen, ihr seht es ja auch. Ne? Der alte Trick. Seit Day of the Tentacle passiert mir sowas nicht mehr. Dass ich eine Tür nicht nochmal öffne von innen. Das hat auch ein bisschen was gerade von Half-Life, also nur was so dieses Gefühl gerade angeht. Das ist ein Entführer. Huh. Was? Ach so. Mit brutaler Gewalt wird nun der Impulshammer mich zu neuen Lootgründen führen. Denke ich. Hoffe ich. Ich weiß halt nicht, hier weiß ich nicht so genau. Das sind ja alles so ein bisschen ähnliche Symbole. Wie kann man die stacken? Also wie kann ich das da drauf? Ja, okay, das geht. Aber man soll das echt manuell machen. Oh Gott, das ist ja wahnsinnig. Die spinnen ja. Jetzt soll ich das alles machen. Enten. Enten alle zusammen. T-Shirt alle zusammen. Der Ordnungssimulator. Das ultimative Spiel wirklich für Fabian Käufer und andere Wahnsinnige.
Ja, jetzt haben wir, glaube ich... Moment, was ist mit denen? Kann ich die auch stacken? Ja. Oh, nee. Okay, das geht schon mal nicht. Drei auf einmal, mehr geht nicht. Aber euch kann man stacken. Okay, seht ihr? Plötzlich geht das doch alles gleich ein bisschen besser. So. Aber das scheint schon wirklich auch ein gravierender Teil des Spiels zu sein, dieses Organisieren. Da muss man schon auch Bock drauf haben, würde ich jetzt mal sagen. Und ich wette, ich könnte mir jetzt schon vorstellen, dass bestimmte Leute das jetzt schon so direkt sich organisieren würden. Ah, okay, wir machen hier mal Plastik, hier mal Klamotten oder was weiß ich. Okay, vielleicht so und dann das hier. Genau. Ich muss aufhören. Ich fange auch schon an, das zu sortieren. Hier, Batterie. Siehst du? Man kann immer noch mal sortieren. Hier, das auch noch? Oh Gott, da komme ich ja fast. Dann machen wir das da hoch. Oh. Oh. Kann ich noch irgendwas sonst? Okay, muss so reichen. Nee, machen wir so. Okay, so. Ist doch kein Crafting-Game, ist ein Ordnungs-Game. Jetzt frage ich mich so, jetzt gehen wir besser erst nochmal zurück. Legen uns nicht hier mit diesem Schwebeheini an, mit dem Entführer, der da durch den Campus streift, sondern versuchen nochmal das Plasma-Ding aufzumachen. Oh. Ich kann mal gucken, ist denn hier alles okay am Reifen? Nee. Ich hab's wirklich gemerkt. Ich hab's gemerkt, dass da was am Reifen nicht in Ordnung ist. Beim Fahren. Was wiederum gut ist. Nee, ich hab's schon wieder falsch gemacht. Oh Mann. Egal. Reifen weg. Welcher davon ist der Platte? Was sind die beide platt? 175, 175 Offroad. Ah, okay. Verdammt. Ey, dieses Ordnen, es macht einen fertig. Nee, so klappt das nicht. Nee, ne? Der ist auch kaputt. Okay, dann muss ich das Reparaturding nehmen. Ich muss erstmal hinter diese Routine kommen. Ist gar nicht so einfach manchmal. Mechaniker-Kit, nee, das andere, ne? Das, hier. Den Pinsel. Nee. Habe ich echt zwei platte Reifen? Das ist doch scheiße. So muss ein Reifen aussehen. Na gut, brauchen wir das doch nicht mehr. Mein unschuldiger kleiner Sommerreifen, bitte verzeih mir die Strapazen, denen du bald ausgesetzt sein wirst. Die Texte sind echt schon gut. Aber ist das jetzt... Naja, wir gucken nochmal. Wir gucken nochmal, wir nehmen den jetzt weg. Und tauschen ihn hier aus und gucken, ob der andere auch platt ist. Ich kann es irgendwie mir nicht vorstellen. Ja, doch, der ist auch platt. Oder? Ja, ich würde sagen, der ist platt. Oder zumindest muss der mal aufgepumpt werden. Er ist noch okay und der ist auch noch okay. Puh, dann machen wir jetzt mal das Ding kaputt. Oh, reiche Beute, oder, Leute? Reiche Beute. Das Ding hat auch ein Plasma. Hat auf jeden Fall ein Licht. Oh, das kann ich alles kaputt machen.
Oh, so reiche Beute. Da bin ich richtig happy. Bin ich sehr glücklich mit. Gerne mehr. Top Ebayer. Okay, was haben wir noch? Da haben wir leider uns schon. Da hat sich schon jemand bedient. Ärgerlich. Oh, 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 wie geil. Hm, hab ich alles, ja. Schrauben. Gas. Kupfer. Glas. Plasma. Okay. Irgendwas, was ich bauen muss. Nee, ne? Was ist ein primitiver Scheinwerfer? Warum nicht sowas? Warum sollte ich dafür jetzt... Warum sollte ich dafür jetzt mein Geld ausgeben? Nee, nee. Motor, Zahnrad, okay, alles wichtig, aber nicht jetzt. So, wir haben 1 von 5 Plasma. Das heißt, wir fahren hier einfach nochmal ein bisschen weiter. Wir mal hier hin. Ja, ich habe durchaus Gregor auch schon häufiger zu Hause besucht. Natürlich. Wir haben auch schon einige Plauschangriffe bei ihm aufgenommen. Also ich muss sagen, für eine Demo bietet das Spiel doch bis jetzt, vergleich das mal mit der Alone in the Dark Demo oder so, ne? Also dafür bietet das Spiel jetzt schon eine Menge Kram. Okay, das war halt echt fast erwartbar. Ich bin halt reingerollt in diesen Tesla-spulenartigen Elektrokram. Aber das Gute ist, der hat mir dadurch gezeigt, dass ich auch verletzt werden kann, wenn ich da hingehe. Dann lade ich mal auf. So habe ich mir das vorgestellt. 3 von 5. Ach, gehe ich doch direkt dahin. Well, looks like you're near one of the old Gorilla radio stations. That ought to be prime pickings for antenna parts. I've loaded its approximate location to your map. Look for an antenna tower up on a hill somewhere. Sieht auch schön aus, diese Art von Anomalie, die gleichzeitig natürlich eine Barriere ist, aber sieht schön aus. Antenne up the hill. Dann vielleicht da hoch. Da unten ist auch noch was. Oh! Ich dachte... Ah, okay, ich habe schon befürchtet, unsichtbare Wand. Aber es wäre schade, weil sie haben ja hier diese schöne extra Wand hier. Warum sollten sie es noch doppelt machen? Also, irgendwo laufe ich hier falsch rum. Das ist es nicht. Nee. Ja. Tap, oder? My. Where are our manners? Driver, we never introduced ourselves. Not really. Tobias Barlow, former Artem Maintenance Manager. Oh, and here with me is Dr. Francis Cook. I was a R&D scientist researching limb technology right here in the zone.
we live right in the mid-zone. Just a hop, skip, and a jump over another big old wall from where you're at. Okay. Oh, and that old bat over there? That's Dr. Ophelia Turner, former director of research and development herself. The mother of limb technology, the maven of electromagnetism. That's enough. Resident party pooper. Da rechts ist auf jeden Fall was sehr Interessantes. Diese Anomalien kann man ja auch noch scannen. Da denke ich mir immer, das sollte man mal mehr machen. Heißstaub? Habe ich das bekommen jetzt? Nee, ne, das ist nur ein... Schnell! Was? Ah, der hat zwei. Keine Energie. Hm, okay. Ob ich es noch schaffe? Wir gucken mal. Das ist mit diesem Aufladstampf irgendwie eine schöne Idee. Nee? Auch nicht? Auch nicht? Ah, doch, damit geht's. Schade, alles schon weggelootet. Jetzt ging es mir übrig. Doch. Mann, ich habe so viel Kram. Irgendwas muss ich doch daraus bauen können. Das ist eigentlich eine gute Idee, ne? Hier mal ein bisschen was. Hat sich auf jeden Fall schon gelohnt. Oh, die Reifen, ob die noch gehen? Nee, ne, die sind auch schon weg. Viel ist da nicht mehr drin. Wo ist denn mein Auto nochmal? Jetzt habe ich natürlich hier bei Big Dan. Oh, da ist ja noch was. Habe ich ein bisschen Zeit verloren. Nee? Dann ist es keine Apokalypse, wenn man hier nicht das Klopapier mitnehmen kann.
Poller. Oh, das sieht aber auch sehr interessant aus, oder? Das ist komplett mit so einer Anomalie umgeben, umschlossen. Und so ein Wächter davor. Was davon ist Heißstaub? Okay. Keine Quelle, ungerichtet, verhält sich ähnlich wie Wolkenfelder. Strahlungs-, Mikro-, Klimata kommen immer häufiger vor. Intensität variiert. Oh, Gefahr? Ach, weil die Strahlung so dick ist, ja, ne? Von dem Ding. Let me out ist auch vielversprechend, um ehrlich zu sein. Irgendwas hat mich richtig ordentlich gewämst. Dann gehen wir erstmal hier hin. Ihr sagt völlig zu Recht, heil dich mal. Aber ich glaube, ich habe nichts zum Heilen dabei. Ist das Heilen? Ja. Nee. Moment. Konserve benutzen? Ja, für was denn benutzen? Ach, das gibt Energie. Okay, die kann ich benutzen. Okay, einfach nur essen. Gut. Danke. Limb is poison. Das ist eine Menge, ne? Das ist richtig viel. Was ist hier? Ach, gar nichts mehr. Okay. Ja, eine Lampe. Ich glaube, man kriegt schon irgendwann eine Lampe im Spiel. Das kann ich mir sonst eigentlich nicht anders vorstellen. Warum kann ich den nicht aufmachen? Brecheisen, okay. That radio station's up on a hill somewhere. Eyes to the horizon. Okay, ich glaube, jetzt müssen wir gleich mit dem Auto fahren. Aber wir müssen eigentlich nochmal zurück. Wir müssen jetzt eigentlich wirklich erstmal zurück und den ganzen Kram in die Basis bringen, oder? Können wir das die ganze Zeit mit dem Auto rumschleppen? Ich bin mir nicht sicher, ob das so eine gute Entscheidung ist. Okay, wo ist die Karte? Da, genau. Warte mal, Routenkarte? Nee, das ist leider nicht dasselbe. Shit, ich habe mein Auto vergessen. Ich habe das Auto verloren. Wo ist denn das Auto? Oh. Wo sind die? Na gut. Orientieren wir uns mal an dem Ding. Das muss hier aber die Straße hochgehen. So ist es auch. Man darf nicht, also man kann, aber man muss vorsichtig sein beim Abkürzen, weil man, wie wir gerade gesehen haben, überall diese Dödel hat. Ist das, hat das Auto eventuell Sprit?
Vor der nächsten Tour müsste ich den Benzinkanister vorher auch einmal voll aufladen. So. Die Flashlight. Die brauchen wir in der Apokalypse. Manuelle Flashlight. Ist natürlich klar. Stromsparend. Was da noch? Okay. Nee? Okay, das war's scheinbar. Ja, vielen Dank, wenn ihr sagt, dass ihr jetzt aufgrund dieser Demo das Spiel gewishlist habt. Macht mich das sehr glücklich. Weil das bedeutet, dass ich meinen Job gut gemacht habe. Hier bräuchte ich noch eine Lampe. Das kannst du keinem erzählen mit so viel Kram hier. Fahrender Händler. Ich muss dringend mal zurück. Ich mach das gleich mal mit dem Auto. Mit dem Auto-Ding. So viel Glas, ich muss doch irgendwas mal daraus machen können auch. Wenn ich sowas hätte wie so ein Autoverteiler oder so, irgendwas, was das automatisiert machen würde, das würde mir sehr gefallen. Das würde ich mir kaufen, wenn ich es könnte, wenn es das gäbe und craften auch. Weil das schon viel Zeit frisst. So. Was ist das? Stahlblech? Keine Ahnung, was ich mit dir mache. Ja, oder soll ich doch... Nee, komm, wir fahren erstmal zurück, ne? Wir fahren wirklich erstmal zurück. Ich habe einfach schon zu viel gemacht. Um jetzt aufzugeben und nicht zu speichern. Kann ich Radiosender... Kann ich nicht in die Werkstatt zurück? Schade, ich dachte, ich kann das irgendwie. Ich kann nur hier irgendwas machen. Oh, da ist schon wieder alles kaputt, ne? Reifen kaputt. Oh, was mit dem Benzinkanister? Den habe ich noch in der Hand noch, oder? Den klebe ich gleich zurück. Oh, ihr seht schon an dem Drall, den ich habe, dass ich hier ganz schlimme Reifenprobleme habe. Das macht natürlich die Reifen nur noch kaputter. Oben links, der vorne links, meine ich, der ist kaputt. Nee? Oh, das könnt ihr doch nicht machen mit mir. Oh, Leute, ich muss doch raus. Ihr habt doch Loot. Ja, die lassen mich aber nicht. Schade, okay. Wir müssen durch. Da müssen wir jetzt durch. Der Reifen. Was können wir denn hier vielleicht irgendwie noch reparieren? Genau, wir brauchen mehr davon. Und zwar Reparaturkit haben wir ja schon. Okay, machen wir mal mit einem Reparaturkit erstmal alles safe. Da, das Ding. Das Ding nehmen wir auch mal mit. Brauchen wir vielleicht noch Energie. Ja, können wir eigentlich mal machen. Ja, warum eigentlich nicht? Benutzen.
Gucken wir mal, wie lange es hält. Den Kanister hast du am Auto liegen lassen? Das ist ja krass. Ich dachte gar nicht, dass man den liegen lassen kann. Aber dann gehe ich da auch nochmal hin. Also ich glaube, das ist nur hier in der Demo so, da ich nicht nochmal zurück kann. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das nicht dann später vielleicht doch möglich ist. Sammle Materialien, stelle Ersatzteile her. Ja gut, haben wir natürlich schon gemacht jetzt. Aber Frage ist, was wollen sie vielleicht? Das vielleicht? Heckstoßstange, sowas? Autoteile. Türen brauchen wir keine mehr. Primitive Platte, Stoßstangen. Der Reifen ist das Problem, ne? Weiterhin. Ich weiß nicht, wie man einen Reifen Ersatzreifen. Okay, einfach herstellen. Okay, ja gut. Es ging aber leicht. So, diesmal machen wir es richtig. Der Reifen, der kommt hier rein. Ne, und da rein. Das Ding kommt weg. So. Ne, der Reifen ist jetzt in meiner Hand. Kommt er hier zurück. Und der, den wir hier haben, den machen wir jetzt da dran. Fertig. Vielleicht kann ich jetzt fahren. Vielleicht konnte ich nur nicht wegen dem Reifen fahren. Wie vielleicht? Wegmarke entfernen. So. Nee, sieht nicht so aus. Nee. Na gut. So, jetzt müssen wir den Kanister am Auto finden. Ist aber vielleicht... Vielleicht ist auch egal... Weil wir eh jetzt in Richtung Mission kommen. Wir schauen mal. Nee, nee, Leute, ganz kurz, weil ich das gerade lese. Der rechte ist beschädigt. Der linke war platt. Den linken haben wir ausgewechselt. Der rechte ist immer noch beschädigt. Aber ich glaube, da könnte man zur Not ein bisschen von der Schmiere da drauf klatschen. So, hier war eben das Auto, ne? Was ist das denn? Ach, das sind die Spezialfähigkeiten, ne? Habe ich aber nichts. Interessant. Was ist das hier? Okay, das Ark scannt die Umgebung. Da ist er ja tatsächlich. Wer hätte das gedacht? So, nur damit die Menschen völlig zu Recht nicht weiter verzweifelt sein müssen. Ah ne, warte mal, das geben wir hier ran. Kofferraumglibber. Jetzt mit noch mehr Kofferraumglibber. Kleben Sie wichtige Gegenstände direkt ans Autodach. So, was wollte ich machen? Den Reparierer. Oh, den habe ich gar nicht mehr. Ich könnte ihn wahrscheinlich noch nicht mal bauen, weil ich gar nicht genug Platz habe, ne? Da, wir brauchen ein Reparaturkit. Jetzt haben wir aber auch wirklich genug. So, weiter geht's. Tür zu. Auf zum Radiosender, würde ich sagen. Nee, 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 das Spiel ist überhaupt nicht kompliziert.
Das ist eigentlich sehr, sehr eingängig und selbsterklärend. Es war am Anfang war es kompliziert, reinzukommen vielleicht, aber jetzt hat man es irgendwann echt schnell verstanden, muss ich auch sagen. Also es ist nicht schlimm. Shit, da sollte ich wahrscheinlich jetzt nicht dran vorbei. Ich mache es aber trotzdem. Mäp, mäp, mäp. Ich bin aber schneller. Shit, ich bin nicht schneller. Ja, der Magnet. Oh, vielleicht kann ich hier in die Nähe und dann kommt er da nicht hin, wegen den Blitzen. Na komm! Das war jetzt wieder so ein Ding, ey. Schnell nochmal heilen. They can hear you. Da gehe ich gleich auch nochmal rein. So viel Zeit muss sein. Energie bitte. Sehr froh, dass es ein Auto ist, also ein Automatikgetriebe. Ob ich da reinkomme? Okay, komm, versuch mal einmal noch kurz. Aber ich glaube fast, es geht nicht. Doch. Aber waren wir hier schon? War das die, wo wir schon waren? Ja, ne, da waren wir schon. Okay, hier ist aber trotzdem noch was. Waren wir doch nicht hier? Nee, wir waren hier noch nicht. Na, dann gucken wir doch noch mal kurz, was hier sonst noch ist. Jackpot! Oh, ich glaube, jetzt können wir weiter. Haben wir dem Loot Genüge getan? Nee. Ich glaube jetzt einfach mal, dass ich hier weiterfahren muss. Ich habe nicht wirklich drauf geachtet. Wir suchen den Radiosender. Das sieht aber gut aus da. Okay. Irgendwie, ich weiß halt nicht genau, ob man nicht vielleicht doch hier fahren muss und dann irgendwie anders, dass man dann zum Sender kommt. Wir fahren das noch mal ein bisschen weiter. Oh, nee. Ich will das da oben rechts einklappen, da.
Das ist eine gute Frage. Fallen die Sachen raus bei offenem Kofferraum? Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß es nicht, aber irgendwie wäre es cool, wenn es so wäre, oder? Das hier ist es ja nicht. Scheinbar. Doch. Aber den Radiosender, den ich mir markiert hatte? Egal. Oh Mann, ich habe zu viel Zeug. Zu viel Loot. Time to get moving. The instability's ticking up by the second. But you can't get back the way you came. The instability makes all routes one way. And that's where my arc device comes into play. It'll get you back to the garage, but it needs to be charged first. And to do that, you'll need anchors. Take a look at the arc device display. It maps all anchors in the nearby area. Find an anchor and feed it to the arc device to charge it. But don't you worry your pretty little head about how it works. You'll be out of here soon, so there's no reason to learn more about limb technology than you need to know. Okay, Lin Technology steckt hinter allem und macht es, wie ich finde, sehr interessant. Man weiß nicht, was kommt, aber man ist auf jeden Fall interessiert. So, ich versuche gerade mal, ich gucke, ob ich hier nicht irgendwie hochkommen kann oder so. Ne? Kannst du mir nicht erzählen, dass ich da nicht hochkomme? Wenn ich da, da vielleicht? Nee, auch nicht. Vielleicht brauche ich später irgendein anderes Item oder so. Nee! Komm! Spiel! Lass mich durch, Spiel! Lass mich an deine Geheimnisse! Öffne dich mir! Oh, scheiße. Okay, dann nicht. Hey, Hoppy, like... Look, I keep thinking... The way you're helping our friend here right now seems positively helpful. Alright. The only thing I want to look at is a 12-year-old whiskey. And the back of this breacher's head when I send them packing. But isn't it worth taking a detour to run just a tiny little test? Can't think of a worse way to spend my time. Please. I've seen you manipulate waveforms with your right hand and knock back a double with your left. Or am I to understand you've lost your touch? What I'm understanding is that you won't shut the hell up until I test this remnant. Yep. Fine, stop crowding my frequency. What? Wait, really? Hoppy, darling, you never give in this easily. What's going on? Francis? Yes? How had you not thrown him to the bullets by now? 80 years old and only getting sharper by the day. You're a legend, a role model. I'm giving you 10 seconds to get out of my... Okay, we're signing off. Hey, driver, look out there. Watch out for the bullies. Ich frage mich immer, wo diese Fragmente eigentlich herkommen. Also ist das jetzt in dem Ding drin? Der Poller? Okay, da geht irgendeine Art von Übertragung, die darüber geredet haben, einfach nur um mir zu erklären.
was das ist. Okay. Ja, shit, was mache ich denn jetzt mit dem? Ich habe halt nichts irgendwie, um den wegzulocken, glaube ich. Irgendwas hat er gemacht. Oh, geil. Es wird immer spannender irgendwie. Auch immer verrückter. The Arc device is charged and ready. You'll use it to open a gateway back to the garage. But it will immediately collapse the stability around you. So only activate when you're absolutely ready to leave. You do not want to get caught in the storm that follows. You see that glowing pillar in the sky? Drive into it. Yes, it looks like hot death, but it's so much better than getting scrambled by the instability. Also, dieses Ark, was wir hier mit dem Ding rausgesendet haben, also die Drohne hat einen Ark gefunden, hat mit dem Ark sich verknüpft, dem Ding rechts neben mir auf dem Sitz, und zeigt mir jetzt diese Portale, mit denen ich eben zurückkommen kann. Sehr interessant. Sehr interessant. Ich habe eine Tour hinter mich gebracht. Das ist ziemlich cool. If the zone didn't get you, that gateway would. Did I not mention that you're the first human I've sent through that thing? I mean, there have been rodents, but it's not like it's completely untested. But anyway, it worked. So, you should have made it back with everything you collected out there. That's the beauty of the gateway. It's the only way to get back with all your marbles intact. Now, take those parts you found into the back room. I'll let you use my fabrication station. For now. That station will concoct ways for you to rig up anything from roof racks to flare guns. Assembling an antenna with those parts you brought back should be easy as pie. But it requires anchor juice to work its magic, so bring back as many as you can. And just because I haven't used that garage in decades doesn't mean you can trash the place. Mess up my equipment and I'll throw you to the anomaly so quick you'll get whiplash. We clear? Yeah, okay, we're clear. So, ich mach den ganzen, oder mach ich den ganzen großen Kram hier hin? Ich weiß es nicht, nee. Also ich habe ein bisschen was gebaut und pack das mal alles hier so rein. Weil garantiert geht gleich auch wieder irgendein Reifen kaputt. Dafür habe ich einen Ersatzreifen gebaut. Das geht auch manchmal sehr schnell, habe ich das Gefühl. So, und den lassen wir hier. Und die anderen, ja, was machen wir mit den anderen? Was ist denn mit denen? Kann ich die irgendwie, soll ich die irgendwo reparieren lassen? Die nehmen mir einfach nur Platz weg. Weiß ich noch nicht. Okay, müssen wir später mal gucken. Was haben wir, was wir gebrauchen können? Mechanik, was ich hier noch... Starterhilfe brauchen wir auf jeden Fall. Erste-Hilfe-Kit. Davon auch Fackeln. Ich habe das Gefühl, dass die Reifen ein riesen Stresspunkt sind, der nicht sein muss. Kann ich das auch drehen? Drehen, ja. So. Kann ich einfach runterfallen lassen? Fallen lassen. Gut so. Liegt jetzt einfach hier. War da gerade noch ein Schrank? So, und den Scheinwerfer, den werde ich sogar einmal anbringen. Seht ihr, da kümmere ich mich um mein Auto. Das wird immer schön. Immer schön sauber gehalten. Während es draußen regnet, was auch eine schöne Atmosphäre ist, muss ich mal sagen, mache ich hier ein bisschen Reparaturschmodder drauf. Ja, das ist eigentlich egal. Egal, kommt mehr davon. Auch schon wieder leer.
Okay, was ist hier nochmal? Machen wir gleich. Was ist das? Tür, Impulshammer. Da gehen wir gleich hin. Toll. Kommen wir gleich zu. Ich wollte doch noch einmal hier fertig reparieren, damit das nicht wieder gleich auf der nächsten Fahrt kaputt geht. Aber dazu stimmt. Muss ich mal was Neues bauen. Mal gucken, ob das überhaupt noch geht. Da, geht noch. Nee, herstellen nicht möglich. Warum? Wahrscheinlich habe ich keinen Platz, ne? Nö, doch. Hä? Hab doch von allem. Vielleicht muss ich woanders bauen. Vielleicht muss ich das hier bauen. Nee, tatsächlich nicht möglich. Habe ich vielleicht schon zu viele davon? Das kann vielleicht sein oder so. Mal gucken. Also, wer braucht's von euch? Wer braucht einen ordentlichen Klecks? Bleh. Reifen, Sprit. Sieht eigentlich alles noch so gut aus. So, was ich brauche, ist eigentlich mal hier so ein Stück, so ein Fahrzeugstück. Komm, machen wir uns mal eins. Ne, es ist ja keine Stoßstange, ne? Was ist das denn? Eine primitive Platte. Oh, kein Klebeband. Ernsthaft, daran scheitert es jetzt? Das ist ja echt traurig. Wir gucken uns gleich den Rest an, keine Sorge. Oh, hier ist alles schon so... Nee, geht nichts mehr. Kurz mal speichern. Scan-Antenne für das Sperrgebiet. Fertigen. Cool. Und was ist das jetzt? Alter, da haben wir doch voll den Kram. Oh, das ist auch schon... Okay, ich verstehe. Alter. Okay, gut, gut, gut. Ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Dann machen wir es halt anders. Was ist das denn? Primitive Stoßstangen. Geil, das ist alles der Kram, den ich auch mir eben schon gebaut habe. Aber ich nehme ihn natürlich gerne doppelt und dreifach. Handstaubsauger und eine Handbremse. Zum Glück ist es keine Hanfbremse. Isst du Schrauben so wie Trauben, musst du dran glauben. Ich habe schlechtere Raps gehört. Isst du Schrauben? Ey, du bist so dumm, du isst Schrauben wie ich Trauben. Du kannst nicht glauben, dass ich deine Frau bin. Ey, und Scheiß. Einfach super. Einfach super. Einfach nur sehr, sehr gut. Es soll einfach nicht sein. Machen wir gleich. Was mache ich mit dem Handstaubsauger? Großer Grundprinzip, Hausstaubsauger, mit der Fertigungsmaschine freischalten. Was bringt es mir? Wofür? Schnelles Aufsammeln! Oh. Geil, Leute. Eine richtig gute, Waffe nicht. Ein gutes Werkzeug ist das. Das sieht auch schon so aus. Genau so ein Ding will der Nils immer haben. Genau sowas. Okay, die primitive Platte geben wir uns aber nochmal schnell. Ja. Oh, hier. Und noch eine. Okay, habe ich denn nicht noch eine? Ach so. Nee, warte mal, ist das... Nee. Also eine primitive Platte brauchen wir noch. Ah. Klebeband ist wieder mal... Okay. Dann halt nicht. Dich nehmen wir mit. Tür machen wir mal zu. Brauche ich vielleicht noch Energie?
Nehmen wir mal lieber was mit. Nehmen wir auch mal sowas mit. Und nehmen wir auch mal sowas mit. Aber habe ich schon im Auto, ne? Brauche ich nicht, okay. Was ist das? Abdichtkit. Löcher und Leck verhöhnen, wenn sie auf Reise fahren. Jetzt kannst du Löcher und Leck verhöhnen, während du sie auf rasante, beinahe frenetischer Weise mit dieser hastig zusammengestellten Sammlung von Materialien flickst. Danach kannst du dich fragen, warum du mit einem Loch gesprochen hast. Was hier nochmal? Lademaschine für was eigentlich nochmal? Fürs Auto, ne? Für die Batterie. Geil! Gut! Und einmal noch tanken. Ach so, Moment, auf meinem Dach, ne? Ich dachte schon, auf welchem Dach soll ich die denn anbringen? Meins natürlich. Okay. Antenna signals coming through loud and clear. Give it a moment to initialize. Und kaputt ist das Ding. So, die Handbremse nochmal einbauen. Nee. Da könnte man auch mal vielleicht noch ein bisschen was wegräumen. Alles Doppelte mal. Alle doppelten 20er. Der Schwibsparger vom falschen 50er. Der doppelte 20er. Er kommt nicht gut miteinander klar. So, was haben wir noch? Alles schon weg. Da nochmal das Glas und noch einmal ein bisschen Plastik weg. Und die Frage, wie wir das einbauen, beantworten wir uns selbst gleich. Kann ich das so einfach rüber? Nee, kann ich nicht. Okay. Ich verstehe, warum dieses Safe-Game dann nicht mit dem fertigen Spiel funktioniert. Warum sie das extra sagen. Weil man hat so ein bisschen den Wunsch, einfach endlos weiterzuspielen und sich immer weiter aufzuleveln und so. Aber ich glaube, dass das noch ein Problem werden wird, wenn man das nicht richtig macht. So, wie baue ich das Ding ins Auto ein? So? Warte mal. Anomalien, bla bla bla, Handbremse. Fähigkeit, Info ausblenden. Ich meine, ich habe es jetzt im Grunde eingebaut, oder? Könnte man durchaus sagen. Nee, im Motorraum, okay. Kofferraum, Motorraum, wo ist denn der Unterschied? Nee, warte mal, hä? Moment. Was habe ich denn gerade gemacht? Ach, da. Wie dumm. Dachte, das wäre das Auto, ne? Okay, Motorraum. Keine Ahnung, Leute. Wo gehört denn sowas hin? Vorne, hinten? Vielleicht meinen sie wirklich hinten einbauen im Kofferraum. Im Motorraum. Okay, vielleicht muss ich sie in die Hand nehmen, tatsächlich. Ah, okay. Ja, so wahrscheinlich dann. Make sure to empty your trunk before heading back out. You'll need the space. Na gut.
dann gucken wir noch mal, was man vielleicht wirklich noch wegmachen kann. Aber ich brauche doch auch alles. Na gut, egal. Ich vertraue ihr mal. Sie sagt, wir sollen uns vorbereiten. Wie habe ich denn das echt geschafft, das so sehr? Hier ist schon sehr viel Rumgeräume dabei. Aber ich finde es nicht schlecht, muss ich sagen. So, wir haben es gleich. Kann ich es? Nee. Ich würde so gerne. Das, mein Gott, dafür brauche ich wirklich den Staubsauger oder so. Aber hier geht es wahrscheinlich nicht. Eine letzte Sache noch. Die und die und das nehmen wir mal mit und das nehmen wir auch mal mit und nutzen wir gleich aus. Ein bisschen Energie. Das muss auch noch weg. Was ist das? Stahlblech. Können wir gleich noch ausrüsten. Die Dinger so. Was brauchen wir hier noch? Ich habe gar kein Reparaturkit. Okay. Nee, komm, den kann man ja behalten. Aber die kann man abgeben. Jetzt habe ich wirklich bald keinen Platz mehr. Ey. Das Stahlblech werden wir benutzen und den Rest lassen wir dann da. Ah, nee, warte, wir haben ja noch einen zweiten Schrank. Da es noch nicht Nacht wurde, ist die Fackel auch noch kein großes Ding. Vielleicht sollte ich mir die anderen Sachen vorher noch mal schnell neu bauen. Und zwar ein Verschrotter. Brecheisen. Und noch ein Impulshilfe. Impulshammer. Habe ich alles? Okay, sehr gut. Läuft. Das packen wir hier nämlich rein, weil das sind die wirklich wichtigen Sachen. Und das Stahlblech nehmen wir gleich in die Hand. Brauchen wir das hier. Machen wir da rein. So. Ich finde, das ist ganz gut. Da noch. Oh, nee. Ah, ich dachte, das wäre hierfür. Nö, ich habe keine Ahnung, wofür diese Stahlgeschichte ist. Kommt später. Nehmen wir mal, ich glaube, davon ein blaues noch hier rein. Ja. Und das Ding, genau. Kann ich das vielleicht hier auffüllen? Nee. Okay, wenn ich das Ding hier reinmache und dann das Ding in die Hand nehme, vielleicht. Dann da. Extra Sprit. Toll. Oh ne, der Müllcontainer noch. Ach so, jetzt sagen die mir erst, dass ich hier noch was gefunden hätte. Wahrscheinlich, was könnte das sein? Mehr Schrott? Das hilft mir? Ah, Transportkoffer. And we're patched. Everything's in working shape, more or less. I've hooked up the antenna to the route planner. Give it a look, after you're done peeping through my garage. Du kannst keine weitere Fahrt starten, aber immer noch die Werkstatt und den Routenplaner erkunden oder dein Fahrzeug auf der Teststrecke hinter der Werkstatt ausprobieren. Speicherstände werden nicht kompatibel sein, wir hoffen, du hattest Spaß. Ja! Ich hatte echt Spaß. Schade, ich bin richtig... Müllcontainer, sprich mit mir!
Finde ich alles gut. Okay, ganz tolle Sache. Mann, ich wünschte, ich könnte jetzt nochmal... Echt, kann ich jetzt nicht vielleicht doch noch? So, hier kann man jetzt irgendwas reinbauen. Nö, auch nicht, ne? Doch, die Handbremse. Schlittern auf Kommando. Probieren wir das doch nochmal aus. So, wo ist denn die Teststrecke? So, Achtung, ich schlittere. Schnell einparken, kein Problem. Also, jetzt kurz mal ein Fazit, während ich hier so noch so ein bisschen rumfahre. Wir haben ja jetzt nicht so viel machen können, aber wir haben versucht, aus dem, was wir machen konnten, sehr viel rauszuholen. Es hat wirklich viel Spaß gemacht und ich kann mir das nur sehr gut vorstellen, das weiterzuspielen und kann mir auch sehr gut vorstellen, dass hier, ich weiß nicht, wie lange es dauert, aber über einen richtig langen Zeitraum zu spielen, wenn es denn immer wieder aufs Neue Spaß macht. Es ist halt ein Looter, ein Loot-Auto-Shooter auf jeden Fall mit... einer Prise Humor und auch so einer weirden, mysteriösen Aura. Ne? Also das hat alles was. Und wirkt für mich so wunderbar rätselhaft. Und es macht, wie gesagt, einfach Spaß. Es bringt diesen Loot-Part irgendwo anders hin nochmal. In dem Fall auf die Straße. Und ich höre jetzt hier auf mit diesem Spiel. Sehr Akte X-mäßig. Ne? Ja, so ein bisschen. Ne? Was ist das für eine Kuppel, in der wir sind? Was sind das für Kräfte, die da... Oh, kann ich da vorne nochmal... Ist da noch was? Die da walten und schalten. Was sind diese Anomalien? Wie kommen wir am Ende zu einem Ende? Ja, ich darf ja leider nicht mehr fahren. Ne? Finde einen Weg in die Stadt, sagen die. Na gut, ich guck nochmal. Ich guck nochmal. Aber nee, wahrscheinlich endet es hier, weil wir ja einfach... Ne, hier ist der Anfang, hier komme ich ja her. Schade. Naja, komm, hör jetzt hier auf. Ihr seht schon, ihr seht so ein bisschen an meiner Trauer, dass ich das Spiel nicht so richtig loslassen will. Das ist eigentlich mit einer der größeren Vorschusslorbeeren in dem Fall und einer der Beweise, dass das ein gutes Spiel werden könnte. Pacific Drive hat mir sehr gefallen. Bitte guckt es euch an. Jetzt hier die Demo. Ich weiß nicht, wie lange sie noch verfügbar ist. Das Spiel kommt. Lasst mich keinen Quatsch erzählen. Am 22. Februar 2024 kommt es raus. Wir gucken uns nochmal einen Trailer an, damit ihr nochmal mehr ein bisschen gesehen habt. Big Peninsula, the crown jewel of the Pacific Northwest. Its unmatched views and quiet solitude offer everything you need in the most beautiful place on earth. There is no cause for alarm. Take shelter in the closest pocket of stability in your area. And please refrain from thoughts or memories of home. The chain of events were in plain sight. Strange accidents leading to the government's claim of eminent domain and subsequent seizure of the peninsula. The evacuation of 100,000 people and the attempt, an abject failure, at containing the rumors that spread like wildfire. Ten. Hours before Arda came to extract us. Nine. Some zone secrets are best left secret. Eight. Seven. I don't even look up at the sky anymore. Six. Was she a myth, martyr, or monster? Five. Nothing had more potential than limb technology. Four. And look what it did to the Olympic Peninsula. Three. Two. One. I have the distinct honor to introduce to you the American people. A new scientific frontier where the raw power, the potential is limitless. On this day, we welcome our Faraday future. Was für ein geiler Trailer, oder? Long Dark? Nee, Long Drive.
betrifft, verschiedene Spiele. Für jeden was anderes. Für mich. Es hat ein bisschen, hat sogar ein bisschen was von Ghostbusters. Aber es ist eher so auch ein bisschen Fallout. Aber auch hier sagen Leute auch Generation Zero. Das habe ich vor Ewigkeiten runtergeladen. Immer noch nicht eine Sekunde gespielt. Es ist so traurig. Es soll wohl richtig gut sein, aber auch sehr kompliziert. Okay, Leute, das war jetzt mal toll. Das war Pacific Drive, die erste Demo. Ich wollte heute 5, 6 Demos spielen. Die erste Demo hat 2,5 Stunden gedauert. Aber dafür ist es eine richtig gute und die lohnt sich auch. Wann ist der Stuhl glatt? Stuhl? Ja, an was für einen Stuhl dachten Sie? Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl! Oh, so zum Sitzen, ne? Das ist der Stuhl! Stuhl? Alles, was ich wollte, war ein verfluchter Drehstuhl. Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl! Dieser Stuhl ist zum Sitzen da!